Willkommen zur Amnesty Aktuell, der monatlichen Radioshow der Freiburger Amnesty Hochschulgruppe. Mein Name ist Fabian und ich sitze hier im Studio mit Rob, Lukas, Juliane und Anna. Heute geht es bei uns um die NGOs. NGOs sind in der politischen Landschaft immer mit einem, sage ich mal, schweren Stand gesegnet oder eben nicht gesegnet, denn sie entziehen sich dem Staat, erhalten so natürlich die Möglichkeit, diesen Staat aus einer sicheren Distanz zu kritisieren, aber sind so gleichzeitig eben auch oft angegriffen oder übergriffen durch den Staat, aber auch andere politische Parteien oder Interessengruppen ausgesetzt. Amnesty International ist eben auch selbst eine NGO und hat eben auch mit diesem Problem zu kämpfen. Die weiteren aktuellen Festnahmen in der Türkei beispielsweise belegen das sehr gut. Wie man eben da auch erkennen kann, sind repressive Staaten oft eben gerade daran interessiert, solche unabhängigen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Unsere heutige Sendung möchte sich den NGOs und damit nicht nur Amnesty International, sondern auch anderen NGOs weltweit widmen und führt uns quasi damit durch die ganze Welt, so nach Ungarn, Venezuela und Indien. Zu Beginn im Programm wollen wir aber auch erst einmal klären, was NGOs eigentlich überhaupt sind und wo sie in der politischen Landschaft zu verorten sind. Und nochmal ganz vorab, noch organisatorisch etwas, und zwar heißt es wieder mal einmal für Interessierte, dass sie bei uns immer gerne mitmachen können und morgen quasi auch zum Einsteigertreff kommen können. Das ist um 19 Uhr in unserem Büro in der Basler Straße 20.